Also ich habe heute richtig Hunger und wir packen das hier in das da. Hi ho ihr Lieben, Servus und grüßt euch zu einem kleinen neuen Let's Cook hier in meiner Speisemeisterei. Und es gibt heute Hazelback Potatoes mit leckerem Gouda-Käse, wie vielleicht der ein oder andere schon erraten hat. Und dazu gibt es frischen Blattspinat mit Tomaten. Ich zeige euch die Zutaten und dann geht's los. Kartoffeln kann man auf 1000 verschiedene Arten zubereiten und ich zeige euch eine davon. Hier seht ihr wie immer die Zutaten. Schreibt sie euch auf, geht einkaufen und kommt wieder, wenn ihr alles habt. Als allererstes stellen wir das Knoblauchöl her. Das könnt ihr auch dann so im Kühlschrank noch aufbewahren für weitere Sachen. Dazu einfach zwei geschälte Knoblauchzehen mit etwas Olivenöl sehr fein pürieren. Ihr könnt den Backofen schon mal auf 160 Grad Umluft aufheizen. Die Kartoffeln werden jetzt vorbereitet. Dazu einfach mit einem scharfen Messer vorsichtig nicht ganz durchschneiden, sondern eben nur so einschneiden, dass es so schön gefächert ausschaut wie hier. Nehmt das Knoblauchöl zur Hand und pinselt die Kartoffeln schön ordentlich ein. Schön zwischen den Rillen, dass das Öl überall verteilt ist. Nehmt Salz und Pfeffer, würzt die Kartoffeln ordentlich von allen Seiten und steckt im Anschluss den Käse hinein. Passt bei der ganzen Prozedur einfach auf, dass ihr die Kartoffeln nicht zerbrecht. Das ist mir leider passiert, aber das ist nicht weiter tragisch. Das ist nur so ein kleines Stückchen hier. Bisschen tragisch, könnte es schon sein. Naja, die vorbereiteten Kartoffeln könnt ihr in den vorgeheizten Backofen stecken, wie ihr seht. Mir ist sogar eine ganze halbe Kartoffel kaputt gegangen. Aber das macht nichts. Das Ganze bleibt dann für eine Stunde im Ofen. Haben die Kartoffeln nur noch 10 Minuten im Ofen zu schlummern, packt das Stück Butter in eine große Pfanne und schwitzt darin die Zwiebeln an. Das Ganze könnt ihr mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Der Blattspinat der Frische wird dann einfach darauf gegeben, der Deckel wird zugemacht und dann wird das Ganze 10 Minuten gegart. Ihr werdet sehen, der Spinat fällt ganz schön zusammen. Ich habe für den besonderen Kick noch etwas von dem Knobiöl an den Spinat gegeben. Das gibt so ein leckeres Aroma. Nach einer Stunde im Ofen sehen die Kartoffeln ungefähr so aus. Macht nochmal den Ofen zu, habt ihr eine Grillfunktion, schaltet diese nun für 5 Minuten ein und gratiniert alles von oben ordentlich. Von diesem immensen Berg Spinat bleibt halt nur noch ein kleines Häufchen Elend. Naja. Sehr, sehr gut schmeckendes Elend. Die kleingeschnittenen Tomaten gebt ihr einfach hinzu und lasst das Ganze noch etwas köcheln. Bildet in der Mitte so eine kleine Mulde, damit die Flüssigkeit noch etwas reduzieren kann. Und jetzt geht's dann ans Anrichten. Wie gesagt, den Spinat nicht zu lange kochen lassen, sonst ist der übelst Matsch. Er sollte auf jeden Fall grün sein. Wird er grau, dann wisst ihr, ihr habt ihn zu lange gekocht. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch so eine Art Tzatziki oder Kräuterquark dazu machen. Das schmeckt auch immer sehr fein. Wir haben das einfach so belassen. Die Hazelback Potatoes mit dem Spinat sind eine sehr leckere Sache, finde ich. Gerade im Sommer, man kann die Hazelback Potatoes auch, wenn man möchte, auf dem Grill machen. Da muss man sie aber mit ein bisschen Alufolie einpacken, damit auch die Wärme von oben dran kommt oder so. Oder man hat einen Kugelgrill. Ein Kugelgrill ist eine sehr gute Idee. Auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ansonsten können Sie raushauen. Ich ersetze diese Beere hier. Erdbeere auch genannt.